Herzlich willkommen bei Lauf des Lebens. In dieser Folge geht es darum, wie man einen Halbmarathon unter 2 Stunden läuft. Ein erfolgreicher Tag beginnt mit einem nahrhaften Frühstück. Und vor so einem großen Rennen ist es natürlich wichtig, dass man keine Experimente eingeht und Sachen isst, von denen man weiß, dass man sie verträgt. Und ich esse eben die Avocado. Sie enthält gute Fette und viel Mineralstoffe. Und für die Kohlenhydrate esse ich Bananen und Nutella-Brote. Und zum Trinken habe ich eine ganz besondere Mischung für euch. Und vor dem Start trinke ich auch so eine Kaffee-Cola-Mischung. Schmeckt richtig gewöhnungsbedürftig, aber ballert nochmal so richtig Energie vor dem Start rein. Das Wichtigste in der Vorbereitung ist natürlich das Training. Hier sollte man vor allem beachten, dass man sich zweimal ganz langsam an die 20 Kilometer herantastet. Und das Renntempo bekommt man durch Intervalltrainings. Hier habe ich ein sehr beliebtes Video dazu gedreht. Mehr Kondition in 2 Wochen, das verlinke ich auch hier. Und in der Woche davor darf man es ganz ruhig angehen lassen, damit man dann richtig entspannt an den Start gehen kann. Carboloading ist ein interessantes Ernährungskonzept, um sicherzustellen, dass wir am Renntag maximal volle Energiespeicher haben. Das Ganze funktioniert so, dass wir 5 bis 3 Tage vor dem großen Rennen sehr wenig Kohlenhydrate essen und dafür eher eiweißreiche Sachen wie Fisch oder eben Eier. Und dadurch leeren wir die Glykogenreserven in den Muskeln. Und wenn die dann richtig leer sind, fangen wir dann 2 Tage vor dem großen Wettkampf an, sehr viel Kohlenhydrate zu essen. Und dadurch, dass der Körper einen kleinen Mangel hatte, versucht er jetzt die Depots so voll wie möglich zu bekommen. Und deshalb haben wir dann am Renntag ein paar Prozent mehr Power zur Verfügung. Und zum Schluss noch ein kleiner psychologischer Geheimtipp. Es hilft auch sehr, wenn Bekannte zuschauen beim Rennen und man weiß, da wartet jemand, dann mobilisiert man nochmal extra Kräfte, weil man da natürlich eine möglichst gute Figur machen will. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du den Kanal unterstützen, wenn du das Video likest und den Kanal abonnierst.